Moin, moin. Was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich 9. Okay. Bin mal eben los. Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman an. Reicht. Ja, mehr weißt du nicht. Du weißt den Text nicht Natürlich mehr. Natürlich weiß ich das. Hallo zusammen. Wir begrüßen euch zur neuen, vierten Folge von Toni Turek Talk. Heute habt ihr schon gehört, es geht so ein bisschen um Musik. Doch zuerst die Frage, wie waren deine Ferien, Francesca? Danke der Nachfrage. Sehr, sehr schön, ehrlich gesagt. Ich habe mich gut erholt, habe Zeit bei der Familie in England verbracht. England, really? Yes, of course. Nach langer Zeit, durch Corona, waren wir da jetzt nicht so häufig wie sonst. Und deswegen war das sehr schön. Ich war mit meiner Schwester, meinem kleinen Neffen, der gerade ein halbes Jahr alt ist. Aha. Also war es sehr spannend. Ja, und sehr deine? Schön. Wir sind mit dem Zug hingefahren. Nee, wir sind mit dem Auto. Also ich habe eine Tour mit meiner Schwester im Auto gemacht und dann Fähre. Das ist nicht so mein Favorite. Ich bin ein bisschen seekrank. Das ist nicht so geil. War kein Problem, war harmlos diesmal, aber prinzipiell mag ich es nicht so gern. Ja. Und zurück bin ich tatsächlich geflogen. Ja, und dann habe ich noch 2-3 Tage zu Hause verbracht, was auch sehr schön war, weil das Wetter natürlich so ganz meinem Gusto entspricht. Viel Sonne, schön warm. Mehr brauche ich eigentlich nicht. In England? Auch. Ein bisschen kühler als hier, aber... Okay. Ja. Wie war es bei dir? Braun bist du nicht geworden. Danke dafür. Hat heute schon ein Schüler zu mir gesagt. Ja, dass du nicht braun geworden bist. Ja, dass tatsächlich denen auffällt, dass ich sonst immer ein bisschen brauner bin, aber nach den Ferien. Aber ich glaube, das liegt eher an den Sommerferien. Ja. Ich war Ostern, fahre ich sonst nie weg. Also von daher würde mich das überraschen. Also du bist erholt. Ich bin erholt. Wie geht's dir denn? Ja, das ist schön. Mir geht's auch gut. Ich war auch bei der Family, allerdings nicht in England, sondern... eigentlich sagt man Sauerland, aber es ist nicht Sauerland, Siegen-Wittgenstein. Ich habe auch meinen Neffen, meine Nichte, die habe ich besucht und es war schon ganz schön, auch ein bisschen geradelt. Rot bist du geworden. Ja? Mhm. Die Haut? Auch. Ja, mein Bruder hat ja so ein Whirlpool mit Feuer beheizt und er hat den auf 42 Grad an Ostermontag gemacht. Da waren wir drin. Hey. Es war grausam heiß. Also es hat erst mal 5 Minuten gedauert, bis man so die Schmerzgrenze der Hitze überwunden hat, sich da reingesetzt hat. Warum macht man das denn? Ja, es war schon kalt draußen, deswegen, das war schon gut. Aber okay. Vielleicht gab es da noch einen Radler zu. Eins dann? Ja, ein kleines. Nee, gut. Ja. Also es war wirklich gut, sehr entspannt, aber lange hast du auch nicht ausgehalten. Hm. Kamst du raus, erst mal richtig nachgeschwitzt. Es war... Viertelstunde. Ja, sonst so Sauna mag ich eigentlich schon, aber das war viel zu heiß. Hm. Aber irgendwie auch gut. Also hast du auch die Zeit genossen, ja? Ja, ein paar Korrekturen hatte ich noch, aber sonst war es ganz entspannt. Okay. Konnte mich auf jeden Fall erholen. Mhm. Hatte eigentlich gar keinen Bock auf Schule, aber heute war der erste Tag rum. Heute ist übrigens Montag, wo wir das aufnehmen. Und es war wieder schon ziemlich, ziemlich gut, der Unterricht mit euch Schülern und Schülerinnen. Und es hat wieder Bock gemacht, obwohl ich gar nicht so motiviert war gestern Abend, am Sonntagabend. Ja, aber wer war das schon? Ich glaube, wenn man 2 Wochen frei hatte, dann ist man in so einem Blues drin und dann möchte man eigentlich nicht da raus und sich einen Wecker stellen. Ich finde, das ist das Schlimmste, wenn man weiß, man ist immer später ins Bett gegangen, hat länger geschlafen als sonst und dann weißt du stellst dir den Wecker sonntagsabends nach Ferien und du weißt eigentlich, was es für eine Nacht wird. Man kann nicht gut einschlafen, man wird ständig wach. Heute Nacht war ja auch krass Gewitter. Weiß nicht, ob ihr das auch alle... Ich habe nur Regen gehört. Nur Regen? Boah, es hat so geknallt. Und irgendwelche Tauben, die richtig genervt haben vom Fenster. Es hat richtig geknallt. Es war richtiges Gewitter heute Nacht, tatsächlich. Ja, nicht schlecht. Frau Morschel dachte doch tatsächlich, dass 2 Flugzeuge ineinander geflogen sind heute Nacht. Oh. Hat sie vorhin berichtet, also dass Gewitter der Knall war. Gewitter habe ich gar nicht gehört. Mhm. Nur Regen. Ja, aber das freut mich tatsächlich zu hören, dass es dir gut geht. Ich muss ja aus persönlichen Gründen nachfragen. Du hast ja mal am Rande erwähnt, du hast ein sehr geiles Fußballspiel gesehen. Oh ja, ich hatte spontan von meinem Onkel eine Karte für Dortmund-Wolfsburg bekommen. Da bin ich schon ein bisschen neidisch, muss war ich sagen. Mega, richtig geile Plätze, so Höhe, Mittellinie, irgendwie, weiß ich nicht, 17. Reihe, also auch recht weit unten. In der Sonne. Top. 6 Tore in einer Halbzeit. Mhm. Oder in 2, ich weiß nicht. Aber 6 Tore für Dortmund. Also 5, glaube ich, in gerne. Einer Halbzeit oder so. Ne? Ja, war schön. Ja, also glaube ich. Das Stadion war neidisch. Voll. Die Stimmung war wie vor Corona. Und Südtribüne war voll. Also es hat richtig Bock gemacht. Ja. Auch wenn es jetzt nicht das Topspiel war. Aber es war ein torreiches Spiel. Haaland hat gespielt, bevor er jetzt weg ist. War noch schön, den mal zu sehen, Hast du jetzt gespoilert, ja?
Ja, hat Michael Zorc das schon geflüstert? Nee, ja, gut, du hast ja ein bisschen mehr Ahnung. Ich bin mir eigentlich sicher, dass der im Sommer weg ist. Ja, dito. Dito. Und ich glaube, es tut Dortmund nicht mal weh, ehrlich gesagt. Ja, die haben richtig gut hinten eingekauft mit... Ja, mit aber er ist auch so... Adeyemi spielt vorne. Ja, aber hinten auch. Mit Süle. Süle herkommen, ja. Und Raum und Schlotterbeck. Raum holen die nicht. Nein, meinst du nicht? Aber Schlotterbeck hat er schon unterschrieben. Ja, das glaube ich schon, ja. Boah, ihr merkt, ich bin richtig up to date. Ja. Ich lese da immer wahrscheinlich nur die Überschriften und dann klicke ich den nächsten Artikel an. Beim Bild aber auch. Du guckst dir nur die Bilder an. Nee, bei Instagram irgendwie so. Mhm. Was Sky, Sport News. Ah, und dann die Gerüchteküche. Und dann muss man immer auf diesen Link klicken. Und das machst du dann nicht mehr, das mache ich halt nicht. Ich lese ja nur diese Überschrift. Ja, dann hast du ja, um mal den Bogen direkt zur Musik zu spannen, ein ziemlich geiles, emotionales Lied auch gehört, als du im Stadion warst. Never Walk Alone. Mega, ne? Also ich stand natürlich mit dem Schal da, hab natürlich lauthals mitgesungen. Nicht besonders gut, aber ja. Gänsehaut? Mega, absolut. Vor allem bei 80.000 Leuten im Stadion. Ja. Das ist schon musikalisch schon gut. Sehr, sehr gut. Also richtig Gänsehaut. Ja. Also das ist wirklich, kann man sagen, das ist ein Lied, was viel Gänsehaut produziert. Auf jeden Fall. Und ich finde, genau passend in so Fußballstadien oder so Sportevents und weiß ich nicht, das kann auf so vielen Ebenen berühren, motivieren. Ja. Das finde ich schon sehr, sehr geiler Song auf jeden Fall. Ja, das sind ja meistens so klassische Lieder, die so richtig Hymnen sind. Mhm, ja, das gibt es ja auch mit der Champions League Hymne, die ist ja auch irgendwie geil, wo du so langgezogene Wörter hast. Löst auch was aus, ne? Ja. Ja, das stimmt. Also klar, es gibt auch, wenn du Toten Hosen hörst, Tage wie diese, das ist natürlich auch geil. Ja, es ist auch auf jeden Fall eine Hymne, auch im Sportbereich. Ich finde halt, ich kann ja Musik und Sport, finde ich, kann man super verknüpfen. Mhm. Also sowohl auf der motivationalen Ebene, aber eben auch auf der emotionalen Ebene. Das macht schon was mit einem. Vorher Musik, Voll. Währenddessen, je nachdem, was man für eine Sportart betreibt, das kann schon richtig was auslösen. Was hörst du denn irgendwie vor einem Volleyball-Match oder einem Training? Hast du da so eine Playlist? Oder? Es kommt eigentlich auf das Team an, wo ich gespielt habe, in Biedenkopf. Das war mein bester... Und, wie hießen die bitte? Bieden, TV Biedenkopf. Ach, ich hab Bienenkopf. Nee, Biedenkopf mit D. Da gab es immer Einspielmusik. Das heißt, jeder hat irgendwie so ein bisschen was mitgebracht und ein bisschen gemixt. Mhm. Da fand ich aber auch so ein bisschen Rock eigentlich ganz geil. Ich fand AC/DC ging das ein oder andere Metallica-Lied, das also die Klassiker, fand ich geil, so zum Einspielen. Ja? Mhm. Aber das würde ich jetzt privat eher weniger hören. Aber zum Sport machen, gerade wenn es um Wettkampf geht, Team gegen Team, da finde ich so ein bisschen was Aggressiveres schon ganz gut. Das pusht einen halt auch schon. Total. Ich glaube, wie war es bei dir? Oder bei euch? Ja, in der Kabine haben wir auch irgendwie immer wahllos das Handy dran gemacht oder mit Bluetooth verbunden und jeder, der meinte, er hätte jetzt einen guten Song, der wurde abgespielt. Tatsächlich so beim Warmmachen finde ich so Eminem ziemlich cool. Auch geil. Das hat mich schon immer richtig gepusht. Ich mag aber auch die Lieder so. Also das ist jetzt auch irgendwie auch so eine Musik, die ich mir so anhöre. Ja. Aber zum Sport gibt das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ich muss sagen, ich hatte so ein kleines Ritual. Ich habe immer, wenn ich zum Treffpunkt vor einem Spiel gefahren bin, habe ich noch meine eigene Playlist angemacht. Und mein letztes Lied, bevor ich praktisch in die Kabine gegangen bin, war immer von Kontra K, Erfolg ist kein Glück. Oh, ist auch das geil. Hat mich schon richtig, extrem fokussiert. Und, das Lied hat auf jeden Fall ein paar geile Zeilen. Ja, total. Muss man sagen, das pusht richtig. Ja. Kontra K überhaupt. Also das habe ich, da muss ich sagen, das stimmt. Das habe ich auch einige Male für mich gehört. Das ist nicht irgendwie in der Playlist, sondern... Ich bin gar kein Deutschrap-Fan, aber das hat so richtig, das hat mich also richtig gepackt. Also ich wusste auch, das war so ritualisiert, so, ich muss an dieser Stelle muss ich den Song anmachen und dann war ich auch im Tunnel und dann konnte der Spieltag eigentlich beginnen. Ja, Kontra K ist schon gut. Ja, nee, also privat Deutschrap? Nee. Ich nämlich manchmal nur. Ich finde Trettmann ganz geil. Mhm. Ist natürlich ganz viel Autotunes, kann man mal so eine Stunde, zwei hören, aber dann reicht es auch irgendwann. Kontra K ist geil, Materia finde ich auch ganz gut. Mhm. Aber dann hört es auch irgendwann schon fast wieder, aber klar, so
geile aktuelle Lieder wie Apache, Roller oder so, ne, das gehört ja auch dazu, weil es irgendwie sehr ein gutes, erfolgreiches Lied ist, was sehr rhythmisch ist und sich gut anhört. Aber sonst so richtig in die Szene da reingucken, tue ich musikalisch eher weniger. Nee, ich auch gar nicht. Also das ist, aber ich das macht mich eher aggressiv. Also ich, irgendwie fehlt mir da die Musik dahinter oder das Gefühl dazu, ich weiß nicht. Also das spricht mich gar nicht an. Es gibt so ein, zwei so Bowser oder so, die so richtige Hits rausgebracht haben. Das ist schon älter. Die kenne ich schon, die Lyrics. Ja, ich weiß, aber ich finde alles Aktuelle zurzeit, wenn ich ehrlich bin, eher Schrott. Aber ich lasse mich da auch gern belehren. Schickt mir mal bei Insta gerne ein paar Vorschläge. Aber so die Charts, die deutschen Charts, ich weiß nicht, ich kann mir die nicht mehr anhören. Ich finde die grausig. Bei mir, also manche Sachen finde ich wirklich gut. Auch so von den Texten ist es in Ordnung. Bei manchen Sachen. Aber wenn ein Deutschrapper irgendwie so ankommt mit so einer Stimmlage, so Junge, dieses, boah, das geht mir richtig am Sack. Und dann der ist aus Prinzip schon nicht. Das kann ich halt nicht hören. Aber wenn es jetzt, weiß ich nicht, Bowser ist, ne? Oder Materia oder Contra K, da kommt das wenig drin vor. Auch bei Trettmann wenig, ja. Aber es müssen halt Hits sein und sie müssen nicht irgendwie so, also manchmal habe ich, oder wie du schon sagst, das Gefühl, was ist das für eine Sprache? Ja, da hängt es manchmal. Und da fehlt mir die Musik. Also das ist so, wo ich mir denke, nee, also einfach ins Mikro irgendwelche Geräusche rein. Ja, oder da gibt es auch irgendeinen Song, der Durstlöscher heißt. Ja. Was ist das? Machst du hier gerade ein Lied über ein Trinkpäckchen? Hätte ich früher gesagt. Hättest du auch Capri-Sonne. Capri-Sonne. Ja. Gibt es ein Lied über Capri-Sonne? Ich glaube nicht. Capri-Sun heißt es doch mittlerweile. Ja, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Bei uns hieß das Trinkpäckchen und dann Capri-Sonne. Und jetzt heißt es Capri-Sun. Und ist halt nichts drin. Wahnsinn. Also ist okay mit einem vernünftigen Inhalt, Deutschrap. Und auf wenn jeden du diese Kacksprache, dieses Prollo-mäßige Geslänge, da könnte ich ja platzen. Ne? Weil es ist aus meiner Sicht einfach nicht authentisch. authentisch. Oh nee, ich habe immer das Gefühl, es sind Geräusche aus der Tierwelt, ganz ehrlich. Ja, so ein Elch, so ein Grünviger. Ja, so, richtig schlimm. Nee, das geht gar nicht. Nee. Wobei ich ja zugeben muss, dass ich gar nicht so abgeneigt von Rap bin, von Hip-Hop. Ja. So gerade so Oldschool, 2000er Hip-Hop. Mega. Ja. Aber wenn ich mich wahrscheinlich für ein Genre entscheiden müsste, würde ich mich vermutlich eher für R&B entscheiden als für Hip-Hop. Mhm. Aber einfach, weil das eher so diese Musik ist, die man anmacht, wenn man zu Hause ist. Und Hip-Hop, das ist eher Sport oder bist auf dem Weg zur Arbeit und willst so ein bisschen Energie tanken. Aber ich finde so, meine Go-To-Musik wäre eher dann R&B. Ehrlich gesagt hänge ich da ein bisschen in den 2000ern fest. Ja, also Hip-Hop-mäßig auf jeden Fall. Beste Band ist natürlich Fettes Brot aus meiner Sicht. Da kann ich einige Lieder einfach wirklich fast komplett mitsingen. Haben wir eben auch schon eins gehört. Und hier kommt natürlich Kleiner Einspieler, was mein liebstes Lied von Fettes Brot ist. Jetzt bin ich gespannt. Ist die da? Nein. Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Ja, mein Budget war klein, na fein, herein. Willkommen im Fall, ich wette. Heute machen wir erneute fette Beute, treffen zweite Breite und lauter nette Leute. Warum dauert Trauern? Wow, schau dir diese Frau an. Schande, das bist du imstande. Kaum ist deine Herz allerliebste auseinander. Und du hängst, denkst an der. Kannst du vergessen? Nein? Naja, weiß ich doch nicht. Ja? Das ist ein geiles Lied. Also klare Empfehlung, Jein von Fettes Brot, 96er Ausgabe, also 1996. Gibt auch noch eine 2010er, glaube ich. Da wurde das nochmal auf neu gemacht. Ja, so, das fand ist auch so mega. Richtung Fanta 4, ne? Ja, auch diese. Alles geil. So in diese Richtung. Oder Freundeskreis. Oh auch ja. Mega gut. Wobei das war immer ein bisschen soft. Ist egal. Ist das nicht dieses mit dir steht die Zeit still? Nein. Doch. HNNA, kennst du das? Ja, das kenne ich. Aber das ist von demselben. Mit dir? Mit dir. Das weiß ich nicht. Doch, also da musst du dich mal. Oder Amsterdam von Fettes Brot. Da gibt es schon geile Sachen, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ich muss gestehen, ich war immer mehr so, ja, so Justin Timberlake. Ja, klar, du kommst Musik aus England. Ja, der ist aber kein Engländer. Klar, ist das nicht hier Backstreet Boys oder so? Oh, Backstreet Boys, das ist ja noch davor, das ist 90s, aber auch die kommen aus den USA. Ja. Aber 90er, das war auf jeden Fall Backstreet Boys.
Na, du bist doch... Boah, ich habe richtig Ahnung, merkt man gerade. Aus England kommen die Spice Girls. Ja, stimmt. Ja. Victoria Beckham. Ja. Ist das Sporty Spice? Oder nee, Posh Spice. Posh, was heißt das? Posh. Ja, so diese hübsche, edle, so ein bisschen... Aha. Ich kenne nur Sporty Spice, so als Sprichwort. Nee, Düsseldorfer Küste ist ja nicht sporty. Tatsächlich. Ja, okay. Ja, also du bist also so ein bisschen Musikbanause, ich merke das schon. Ja, weiß ich nicht. Also tatsächlich, ich habe ja gar keine Ahnung, selber von Musik machen. Oh, ich auch nicht. Da bin ich richtig scheiße. Ich bin auch total unrhythmisch, aber das haben wir irgendwie in einer der... Ja, du unrhythmisch und ich ohne Taktgefühl. Ja. Ja, von daher... Von daher, wo hörst du denn am liebsten Musik? Ja, es gibt viele, viele Situationen, wo ich verschiedene Sachen höre. Wenn ich Auto fahre, kurze Strecken, dann höre ich meistens Radio. Weil ich finde es eins live, also wenn dann eins live. Ich finde es eigentlich ziemlich entspannt, wenn jemand anderes die Musik für mich macht. Und außerdem kriegt man noch so ein bisschen Nachrichten mit, ein bisschen irgendwas Lustiges dabei. Aber wirklich so Spotify, irgendwelche Playlists, höre ich meistens, entweder wirklich, wenn ich zu Hause sitze, korrigiere oder beim Kochen, beim Frühstücken. Mhm. Ansonsten beim Sport manchmal ja, oft halt ein Podcast irgendwie, aber manchmal habe ich auch keinen Bock auf das Gelaber und denke dann, ja, jetzt irgendwie so ein bisschen Musik. Und da habe ich auch diese Oldschool-Hip-Hop-Playlist, dann gibt es auch eine Rock-Playlist, weil ich habe früher tatsächlich auch viel Rock gehört, so Indie oder so Incubus, ja. Beatsteaks. The Script und sowas dann auch. Ja, ich habe auch tatsächlich ganz viel Punk gehört, so Blink-182, Sum 41. Das war auch eine geile Zeit, das höre ich auch tatsächlich noch ganz gerne. Da gibt es auch extra eine Playlist von mir. Also du kannst dich gar nicht so explizit festlegen. Ja, nein. Okay. Aber ich habe ja auch mal, ich habe auch mal Elektro recht viel gehört. Gab es auch mal so nach, oder während des Abis, habe ich viel Elektro und Haus gehört. Hm. Dann auch mit Veranstaltungen in Westfalenhallen, so Mayday, wenn ihr das was sagt. Ja, klar, sagt mir das. War auch geil. Und gerade wenn man auch mal abends ausgeht. Oder feiern. Mit einem Radler, oder wie war das? Mit einem Radler. Mit einem Radler rausgeht. Mit einem alkoholfreien Radler rausgeht. Und dann kann man dazu natürlich auch ganz gut feiern, muss ich sagen. Ja. Also, ja, und beim Joggen so. Höre ich gar keine Musik, weil ich jogge ja nicht. Das ist richtig schlecht. Und du, wann hörst du? Definitiv beim Autofahren. Ich höre immer Playlist? In der Regel immer Playlist, weil ich finde, deutsche Radiosender überzeugen mich nicht. Eins live? Ja, nee, langweilt mich. Tatsächlich liegt das aber auch an der Musik, die da abgespielt wird, weil da einfach viel von diesem komischen Deutsch-Rap kommt oder diesen deutschen Liedern wie dieses Vermissen und weiß ich nicht, so ein Spaß. Das ist doch schon gut. Nee, Doch, ist schon gut. Da starte ich nicht gut in den Tag oder fahre ordentlich nach Hause. Juju ist voll gut. Ach du meine Güte. Nee, also schon lauter in der Regel... Sonst hören die dich nicht. Ja, das, ich habe ja auch jetzt etwas gesagt, was sie nicht unbedingt hören mussten. Doch. ja, in der Regel Playlists, und ganz wild durchmischt. Ich habe aber auch tatsächlich meine eigene, die ich immer wieder aktualisiere, mit Songs, die ich jetzt gerade gerne höre oder die vielleicht auch wirklich neu sind. Da sind heißt immer die so. Denn, heißt die denn auch bei dir so gute Mucke 1? Nee, oder die heißt ganz simpel. Gemischt. Oder nee, die heißt 21. 21. Ja. Aber hast du nur eine, oder was? Ja, ich habe so ein paar, ich habe auch R&B Classic und sowas, aber die sind dann, denen folge ich sozusagen, das sind dann nicht meine eigenen. Ja, okay. Also nö, da bin ich, muss ich schon sagen, da habe ich so meinen eigenen Musikgeschmack, das, ich weiß dann so, jetzt habe ich darauf Lust und dann kommt diese Playlist oder, also ich bin da immer in einem Bereich oder in einem Genre so unterwegs. Kann der eine morgen so sein, der andere schon wieder anders. Ja, das Ding ist, wenn ich so eine Playlist anlege, dann kommen ja unten bei Spotify immer so ganz viele Vorschläge. Und dann denkst du, oh geil, das muss auch noch da rein. Und dann hörst du das noch an. Und dann, oh, das ist auch noch geil. Und irgendwann trifft das so genremäßig voll ab. Und dann hast du auf einmal so Rock, hast du dann mit Punk dabei, dann auch das eine Hip-Hop-Lied noch dabei, dann Rap, dann ein Elektro-Lied noch dabei, weil du es einfach geil fandest vor 15 Jahren oder so. Und dann hast du das einfach da drin. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Naja, musst du halt öfter aufräumen in dem Playlist. Ja, das mache ich halt nicht. Ich mache dann lieber eine neue. Ja. Ich halt nee, gut. Ich muss sagen, ich jogge, ja. Ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Mhm. Aber früher habe ich immer Musik gehört beim Joggen. Also wirklich Eminem und all die Musik, die
man eben so, ich habe auch tatsächlich eine Sport-Playlist gehabt, also sollte motivieren, und habe für mich festgestellt, dass das lenkt mich nicht ab. Also ich kann mich nicht so in die Musik dann reinfühlen und reindenken, dass ich denke, oh, Joggen macht jetzt Spaß. Und deswegen bin ich tatsächlich, und das ist bei allen anderen Sportarten nicht der Fall, aber beim Joggen zu Podcast gewechselt, weil die lenken mich dann einfach ab. Also dann höre ich dazu und mache mir dazu Gedanken und laufe dann. Es fällt mir mit Podcast deutlich leichter als mit Musik. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Aber du bist wahrscheinlich langsamer. Nein, nein. Weil sonst läufst du ja so auf irgendeinem Beat so 150 bis 180 BPM. Nee, wenn man nicht rhythmisch ist, läuft man auch nicht auf so ein Beat. Ja gut, ich laufe ja eh nicht rhythmisch. Weil ich. Deswegen, also das ist hinfällig. Also ich bin nicht unbedingt, unbedingt langsamer dadurch. Ich höre gute Podcasts, die halt irgendwie aus dem Sportbereich kommen oder mit so High Performance und so zu tun haben. Das motiviert mich dann schon auch irgendwie nochmal, einen extra Schritt zu machen. Aber gut, ja, das können sie. Wir driften so ein bisschen ab. Mich würde tatsächlich mal interessieren, ob du so ein Favorite Song hast. Also wo du sagst, wenn dich, früher hatte man ja so Freunde-Alben oder StudiVZ, kennst du das noch? Ja. Ja, da musste man ja immer angeben, irgendwie, was ist dein Lieblingslied oder? Ja, auf jeden Fall Jein. Das ist dein Lieblingslied, ja? Ach, also krass. Aus dem Hip-Hop-Genre von 2000. Es gibt natürlich auch so einen Song, den ich eher aus dem House-Kontext habe. Mhm. Das ist von The Disco Boys. I Came For You, ja. Mega geil. Das ist ich witzig, mega. Echt? Ja. Ach Gott, okay. Hab ich auch live gehört, die Disco Boys da in Westfalen. Hast du live gehört? Ja. Nein. War schon geil. Also klar, war Radler im Spiel? Ja, hoffe ich doch. Bei den Disco Boys. Welche Konzerte hast du so bisher besucht? Boah, ich bin ja gar kein Konzertgänger. Deswegen da bin ich eher wenig unterwegs gewesen. Aber die Disco Boys waren dabei. Die waren dabei, die waren auf jeden Fall. Machst du. Sagt man nicht so, ne? Was? Das war ein Pflichtprogramm. Ah, must do. Okay. Scheiße. Ich war jetzt überrascht, dass du Englisch nicht sehen, aber ich werde gerade rot. Nein, nicht mehr als sonst. okay. Ja, die waren aber, nee, sonst weiß ich nicht. Hinter mir ist halt auch immer so ein Hinter mir ist ganz viel Platz bei so einem Konzert, weil keiner über mich drüber gucken kann. Und dann mache ich mich immer richtig unbeliebt, weil ja, hinter mir will keiner stehen. Und dann heißt es immer, geh mal weg, duck dich mal, geh mal woanders hin. Oh, das ist voll nervig. Das wird dir ja nicht passieren. Nee. Aber, ja. Danke. Ich kann halt alles sehen. Ja, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt zu einem Konzert gehen, wo ich unbedingt alles sehen muss. Klar, ist das irgendwie schon cool, aber ich mag es zum Beispiel gar nicht. Selbst wenn ich könnte, von der Größe weit vorne zu stehen, weil mir ist das zu eng. Je nachdem, was das für ein Konzert ist, geht es ja da genau in den Reihen auch richtig ab. Ja, klar. Mit Pogen und so weiter. Und deswegen. Beim R&B-Poke. Ja, nee, aber je nachdem, auf welchen Pop-Konzerten oder so bist. Also selbst, da haben wir gepokt? Ja, also die Hauptsache, die springen aneinander. Also ich meine, das machen Fußballspieler ja teilweise nach dem Spiel auch. Gibt ja auch keinen Grund, warum die sich anspringen. Ja. Ja. Nee, also okay. Das ist, also ich bin auch jemand, der eher sich da ein bisschen hinten hinstellt, zurückzieht und da hingeht wegen der guten Musik. Ja, verstehe ich. Ja. Aber ich mache das auch gerne, aber wenn dann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass hinter mir die weniger Qualität vom Konzert erleben. Na gut. Weil ich zu groß bin. Ist doch scheiße. Aber wahrscheinlich gibt es noch andere Gründe, warum ich es nicht so mache. Ja. Also ich muss sagen, ich gehe gerne und bin früher vor allen Dingen viel zu Konzerten gegangen. Mhm. Was hast du dir angeguckt? Backstreet Boys. Nee, tatsächlich nicht. Hätte ich, aber die haben die Tour abgesagt. Ah. Ja, Frechheit, ne? Die kommen jetzt aber wieder, aber habe ich mir keine Tickets geholt. Nö, ich habe alles, also ich habe super viel schon gesehen. Wirklich, also auch von bis. Also wie gesagt, vorhin habe ich schon mal Justin Timberlake angesprochen. Ich habe The Weeknd live gesehen, Ed Sheeran. Ganz klein Konzert noch mit Sam Smith. Da hat die Karte noch 19 Euro gekostet, die kostet mittlerweile über 100. Adele habe ich gesehen. Mhm. Aber auch so Sachen wie Tiny Temper, der dann mit Champagnerflasche in so einem Kölner Club aufgelegt hat und mit den Worten, glaube ich, Motherfucker auf die Bühne gerannt kam. Dort war ich übrigens mit meinem Papa. War auch eine spannende Erfahrung, ehrlich gesagt. Aber ja, also einige kleine, große Konzerte. Mhm. Muss mal wieder so ein bisschen an Fahrt aufnehmen jetzt nach Corona. Ja, wird's, denke ich mal, demnächst.
Ja. Wenn nicht die 27. Welle kommt, geht das. Was war die erste Single oder das erste Album, was du dir gekauft hast? Damals, muss man sagen, da gab es noch sowas wie CDs oder DVDs. Da wurden irgendwie 20 Songs aufgenommen und die musste man sich dann kaufen für 13,99. Es gab Maxi-CDs und da war ein Song drauf in drei verschiedenen Versionen. Meistens irgendwie die Instrumentalversion, die Piano-Version und Remix. Radio-Edition. Genau. Und die CD hat 10 Mark, glaube ich, gekostet. 10 Mark. Also ich meine, ja, aber mein ganzes Taschengeld ist einfach für diese CDs draufgegangen. Jeden Freitag in den Saturn. Dann die ganzen CDs auswählen, die man interessant fand. Und dieses Gerät in den CD-Spieler, falls das überhaupt noch jemand kennt. Discman, nee, die waren so eingebaut. Ach, das war auf jeden Fall, war das kurios. Man hat sich CDs rausgesucht, konnte da reinhören und hat sich dann entschieden, die zu kaufen. Ich muss sagen, das habe ich wirklich sehr regelmäßig gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein allererstes Album ein Album von den Backstreet Boys war. Ach krass. Meine erste Maxi-CD, die ich durchaus vor dem ersten Album gekauft habe, bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, und mir fällt gerade die Band nicht ein, aber Butterfly, dieses Come, come, my lady. Ja, Limp Bizkit. Limp Bizkit, das ist von Limp Bizkit, das Lied? Ja. Ach, krass, okay. Dann no war Butterfly, das... Butterfly, Sugar. Ja, genau. Das wird definitiv einer meiner ersten Singles gewesen. Crazy Town, Limp Bizkit. Aber Limp Bizkit hatte auch ein paar gute Lieder. Crazy Town, ja. Richtig gut. Das war auf jeden Fall, auch gehört. Ja, das war auf jeden Fall einer meiner ersten Maxi-CDs. Also, krass. Bei dir? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß noch genau, 6. Klasse musste ich mit Philipp, einem guter Freund damals, musste ich im Musikunterricht so ein Projekt vorstellen. Ach, krass. Das heißt, wir sollten uns irgendeinen Interpreten und ein Lied raussuchen, dann sollten wir das irgendwie vorstellen. Ich weiß, ich habe mit dem da richtig abgedanced zu Du bist mein großer Bruder von Slatko und Jürgen. Also auf jeden Fall Musikbanause. Es war richtig geil, wir haben uns da richtig abgefeiert. Ach. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Ich weiß nicht, gibt es sowas heute noch, so dass man irgendwie hier in der Schule im Musikunterricht so ein Lied vorstellen muss, interpretieren muss? Müssen wir auch mal nachfragen. Also, was würdest du da nehmen? Roller? Von Apache oder Durstlöscher? Oh, nee, ich glaube, ich würde tatsächlich irgendwas von den Toten Hosen nehmen. Oh, das ist ja geil. Die Toten Hosen auch ziemlich gut und die haben super Lieder. Oh, auch Ärzte. Die fand ich nie so gut. Ich mochte die Toten Hosen immer lieber. Ja, du bist ja in Düsseldorf richtig. Voll, ich habe auch schon zwei Konzerte von denen oder die Toten Hosen schon zweimal live gesehen. Ich muss sagen, ich bin immer wieder. Ja, die sind auch geil. Die haben jetzt einen Podcast. Ach, irgendwie echt? 10 Folgen über Leben, Karriere von den Hosen. Habe ich noch nicht reingehört, habe aber schon einiges Gutes dazu gehört und werde ich auf jeden Fall machen. Ich muss jetzt das Buch mal lesen von Campino. Das habe ich zu Hause liegen. Das soll auch ziemlich gut sein. Und der ist ja auch absoluter Liverpool-Fan. Die singen auf ihren Konzerten in der Regel immer You'll Never Walk Alone. Habe ich ein bisschen falsch betont, glaube ich. Falsche Betonung. You'll Never Walk Alone. Ja, ich habe es nicht gehört. Nee. von daher, ich glaube, ich würde irgendwas von den Toten Hosen nehmen. Was hörst du denn jetzt gerade oder was wäre jetzt gerade so dein Favorite Song, wenn man dich jetzt in diesem Moment? Jetzt in diesem Moment, aktuell. Wir sprechen ja irgendwie immer in der schwierig. Vergangenheit. Ja, warte. Ich frage einfach mal mein Spotify, was das sagen würde. Da bin ich mal gespannt. Bibliothek, Lieblingssong. Oh, nee, kann ich nicht machen. Johnny Depp. nee, ich hatte hier Lorenz Büffel, Johnny Depp, das hatte ich doch auf der Klassenfahrt zum Wecken angemacht. Tatsächlich am Wochenende habe ich Trettmann gehört. Knöcheltief, das heißt DIY, das Album. Das habe ich als letztes gehört. Also hatte ich Bock drauf, mag ich sehr. Ist jetzt nicht ganz so aktuell, aber fand es ganz gut. Also ich finde es gut. Wir haben ja ein paar Kollegen, die hätten eigentlich ganz gut heute hier hingepasst, ne? Die total viel auf Konzerte gehen und die völlig auch in diese Ahnung von Musikgeschichte haben, nicht so auch wie eintauchen wir. Und so. Naja, ja. Muss man Grüße gehen sagen. Raus an Herr Sachs. Ja, Herr Graumüller. Graumüller, ja. Ich glaube, Herr Strucken ist auch so ein bisschen in die Richtung. Wer denn noch? Unsere Musikkollegen? Ja, sowieso. Ja, klar. Frau Holthoff. Aber welche Richtung? Weiß ich gar nicht. Würde mich mal interessieren. Wir müssen ihn mal fragen. Bestimmt Klassik. Ja, Chopin.
Quatsch. Wer denn noch? Ah, Herr Sachs ist schon crazy. Ich hoffe, ich gebe jetzt nicht zu viel weg. Aber auch er war in England tatsächlich. Auf dem Konzert. Auf dem Konzert. Von, wieder, weißt du was? Von wem? Nee, irgendeiner, der eine Abschiedstournee gegeben hat. Mhm. Frag mich nicht. Aber auf jeden Fall mit sehr viel Wissen dahinter. Die tragen auch Musik-Shirts. Ja, so Band-Shirts. Band-Shirts, ne? Um Wissen, was dahinter ja, und welche glaube, Band dahinter ich glaube, steckt. Wir werden jetzt wieder richtig gehatet dafür, dass wir die wahre Musik nicht anerkennen. Ja, und so weiter. Das stimmt. Vielleicht gibt es ja eine Rückmeldung demnächst, was aus Kollegiumssicht wirklich gute Musik ist, aber vielleicht natürlich auch von Schülerinnen und Schülern. Was geht an Musik, an Interpreten, an Genres vielleicht? Schreibt uns dazu gerne bei Instagram. Ja, und wir hört euch unsere Musik auch mal. Ja, hört mal rein. Wir hören eure ja auch notgedrungen. Ja. Irgendwann mal. Schreibt uns eine Nachricht und wir möchten einfach wissen, was ihr hört. Auf jeden Fall. Lasst es uns wissen. Vielleicht können wir das auch nochmal am Anfang der nächsten Folge thematisieren. Wir sollten ja bestimmt auch noch ein paar mehr Folgen zu machen. Vielleicht auch mit Gästen. Ja, auf jeden Fall. Musik ist immer ein gutes Thema. So, Francesca, hau mal deine beste oder Lieblingsline raus, die du aus irgendeinem Song kennst. Ganz spontan? Ganz spontan. Würden mir, glaube ich, zwei einfallen. Einmal, wie eben schon gesagt, bei dem Lied Erfolg ist kein Glück von Contra K, Talent ist nur Übung und Übung macht den Meister. Das finde ich geil. Ziemlich cool. Und, da fällt mir noch ein, Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Ich mag es ja auch sehr, das Lied. Deswegen, also ich finde überhaupt, Contra K macht sehr motivierende Lines. Ja, das stimmt. Also Texte. Das ganze Lied, also da hätte man super viele Zeilen von rauspicken können. Finde ich gut. Ja. Und dann bei einem Song von Justin Timberlake, und das erinnert mich immer so ein bisschen an Karma, What Goes Around comes All The Way Around. Welches Lied? What Goes Around Comes Around. Ach so heißt es auch. Okay. Ja, ist klar. Ja. Nee, also ich auf dem besten Album aller Zeiten, Future Sex Love Sounds. Musst du dir unbedingt anhören. Das beste Album. Ja, mache ich nachher. Vielleicht. Ja, ich finde so Texte, die können ziemlich gut sein. Und ich finde ja Samy Deluxe ziemlich, ziemlich gut. Spannend, ja. Sagt nicht jedem was, ist aber auch, ist auch 2000er, Deutsch-Rap, oder? Anfang eher Hip-Hop. 2000er, ja, und der konnte halt richtig, oder er kann immer noch ziemlich gute Texte schreiben. Er hat sprachlich richtig was drauf. Also, dem machst du nichts vor. Der hat auch richtig geile Texte und das eine Lied heißt Weck mich auf. Das finde ich schon mal richtig geil. Und dann gibt es diese Line, ich bin der Typ, der kurz nach Beginn der Party schon geht, weil ich nicht feiern kann, solange ich in Babylon lebe. Kannst du dich erinnern? Ja. Hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber nee. Ich finde den Satz einfach ganz geil. Ja. Das bezieht sich jetzt nicht auf mein Leben. Ich gehe auch so feiern, aber nee, also ich finde den einfach mega gut. Aber vielleicht kennst du Automatikpistole von Fettes Brot. Das glaube ich nicht. Da sind ziemlich geile Zeilen mit drin. Ja, und nochmal Samy Deluxe von Poesiealbum, das kennst du. Ja, müsste ich hören. Auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Texte. Finde ich mega gut. Ja. Kann man sagen. So, zum Abschluss. Hast du ein Lied für uns? Auf jeden Fall. Wir beenden unseren Podcast, wie die Toten Hosen ihre Konzerte immer beenden.